Heute widmen wir uns zwei Visual Tools, mit denen sich das Auftreten von Codes über mehrere Dokumente hinweg analysieren lässt. Mit unserem ersten Tool, dem Code Matrix Browser, visualisieren wir, wie häufig welche Codes in unserem Datenmaterial vorkommen. Dazu können wir zum einen unsere Auswahl auf aktivierte Codes beschränken und zum anderen sehr genau angeben, welches Datenmaterial wir berücksichtigen wollen. Außerdem können wir die Datengrundlage auf codierte Segmente mit einem speziellen Gewicht beschränken. Die Anzahl der codierten Segmente wird nun standardmäßig über unterschiedlich große Quadrate visualisiert, wir können uns aber auch direkt die entsprechenden Zahlen ansehen. Wenn Sie auf die Heatmap umschalten, werden dann die niedrigeren Zahlen blau und die höheren Zahlen rot hervorgehoben. Ein großer Vorteil der drei farblichen Darstellungsoptionen ist nicht nur die bessere Übersichtlichkeit, sondern auch, dass wir uns die Codehäufigkeiten in Bezug auf unterschiedliche Zusammenhänge visualisieren lassen können. In der Standardansicht, die wir jetzt sehen, wird einfach der kleinsten Zahl in der gesamten Matrix das kleinste Quadrat zugewiesen und die größte Zahl bekommt das größte Quadrat. Wir können die Quadratgrößen aber auch nur in Bezug auf die einzelnen Spalten berechnen lassen, dann sehen wir auf einen Blick, welcher Code in einem Dokument am häufigsten vorkommt. Oder aber wir stellen auf die Zeilenberechnung um, dann sehen wir für jeden Code, in welchem Dokument diese am häufigsten vorkommt. Es gibt hier, wie Sie sehen, noch weitere Möglichkeiten, um die Ausgabe anzupassen. Zum Beispiel können wir uns die Summe anzeigen lassen oder auch die Werte für die einzelnen Dokumente binarisieren. Der Code Matrix Browser ist außerdem interaktiv. Mit einem Klick auf ein Quadrat rufen Sie die dahinterliegenden Codierungen im Fenster Liste der codierten Segmente auf. Sie können sich außerdem auch die gesamte Tabelle mit allen Codierungen ausgeben lassen, für die diese Zahlen hier stehen, indem Sie hier einfach auf den Button Segmentmatrix klicken. Kommen wir jetzt noch zum Code Relations Browser. Er ist ähnlich aufgebaut wie der Code Matrix Browser, nur dass wir uns hier nicht das Auftreten von Codes in Dokumenten ansehen, sondern das gemeinsame Auftreten von Codes bzw. Code-Überschneidungen. Dazu selektieren wir zunächst die Codes, die wir in den Zeilen und Spalten sehen möchten und anschließend bestimmen wir noch, wann bzw. wie genau Überschneidungen gezählt werden. Bei der ersten Option müssen sich die Segmente tatsächlich überschneiden, während es bei der zweiten Option ausreichend ist, wenn sich die codierten Segmente in der Nähe zueinander befinden. Mit der dritten Option zählt es bereits als Überschneidung, wenn die Codes nur im gleichen Dokument vorkommen. Nach einem Klick auf OK sehen wir jetzt anhand der Größe der Quadrate, welche Codes häufiger oder seltener gemeinsam auftreten. Alles Weitere funktioniert hier analog zum Code Matrix Browser. Sie können sich also auch hier direkt die Häufigkeiten statt der Quadrate anzeigen oder auf ein Quadrat doppelklicken, um sich direkt die entsprechenden Textstellen im Fenster Liste der codierten Segmente ausgeben zu lassen. Eine zusätzliche Option besteht darin, sich über einen Rechtsklick auf eines der Quadrate alle Dokumente aktivieren zu lassen, in welchen diese Überschneidung vorkommt. Wie bei allen Visual Tools und generell den meisten Fenstern im Max Code R können Sie Ihre Ergebnisse über diesen Button hier zum Beispiel nach Excel oder als Bilddatei exportieren.